herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge, die leider Gottes schon ein bisschen zurückliegt, weil ich ja so krank war, hatten wir Besuch von Kasimir, haben uns mit dem noch mal ein bisschen enger angefreundet und waren gerade dabei, ins Bett zu gehen. Wie ihr vielleicht hört, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber mein Fieber ist jetzt, glaube ich, soweit in Ordnung und Husten und Niesen hält sich jetzt auch in Grenzen und außerdem muss ich gestehen, ich habe es einfach total vermisst, hier was für euch aufzunehmen. Möchte ja auch selber mal in dieser Geschichte weiterkommen und deswegen geht es jetzt einfach wieder weiter. Ich hoffe, es freut euch. ja, wir sind jetzt ganz klar auf der Linie, endlich einen Mann für sie zu finden. Mit Kasimir hat sie sich soweit angefreundet und diesen Edward fand sie auch ganz nett zumindest. Sie sind zwar jetzt nicht mehr befreundet, aber der war ja auch ganz okay. Mein Problem besteht jetzt darin, dass sie ja mit demjenigen, mit dem sie letztendlich zusammenkommen wird, eine Familie gründen soll. Da habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Die beiden Kandidaten, ich sag mal vom Aussehen her, ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so super genial, fantastisch. In Hinblick darauf, dass die Genetik weiter vererbt wird, also auch das Äußere, aufs Baby, das dann vielleicht hoffentlich irgendwann kommt, überlege ich wirklich sehr für sie doch vielleicht eher einen eigenen Sim nochmal zu erstellen und sie mit dem dann zu verkuppeln. Noch hat sie auch keine An- und Abtörner, was in einem anderen Addon mal dazukommt. Und da kann man das eigentlich alles noch ganz einfach handhaben. Also wie gesagt, momentan tendiere ich in diese Richtung. Wenn euch das nicht so gefällt, wie gesagt, ihr könnt es in die Kommis schreiben. Solltet euch dann aber beeilen, weil ich das ziemlich bald in Angriff nehmen möchte. Wenn. Jetzt gucken wir erstmal. Sie hat Hunger, macht ihr mal ein Müsli. Ne? Oh Gott, wird eng mit der Zeit, egal. Oh, okay. Von den Punkten her sieht das fast so aus, als könnte sie schon die nächste Beförderung bekommen. Ja, dann ess du mal schnell was. Wie ein Wunsch erfüllt. Kannst du schneller essen. Nur mal ein kleines bisschen, damit sie wenigstens ein bisschen was im Bauch hat. So, das reicht. Geh arbeiten. Ja, also das wäre jetzt so mein eigener Plan. Und ja, solange da von euch auch nichts anderes kommt, werde ich den dann wahrscheinlich auch in die Tat umsetzen. Weil ich denke, dann hätten wir zwei passende Selbsterstellte und alle anderen Generationen könnten dann natürlich auch die vorhandenen Sims nehmen, die auch noch dann mit den nächsten Addons und so reinkommen. Da werden wir ja dann auch je nachdem neue Nachbarschaften erkunden und so weiter. Das wird sich dann alles zeigen. So, jetzt erstmal mein Plan. Entschuldigung. Jo, mal gucken, wie das aussieht, ob wir heute eine Beförderung bekommen. Wäre ja super, weil sie hat zwar gerade ein bisschen Geld, aber ein bisschen mehr schadet auch nichts, weil man sieht ja ihren Komfort, der ist ja immer ganz unten. Und da könnte man sich vielleicht mal ein neues Sitzmöbel kaufen. Ja, super. Aha. Sonja wurde befördert zu Angestellte in der unteren Führungsebene. Du hast jetzt einen Untergebenen, den du herumschikanieren kannst, sitzt in deinem eigenen kleinen Büro und bekommst ein anständiges Gehalt. Aber leider musst du immer noch die Mitarbeitertoilette benutzen. Baue Beziehungen zu den richtigen Leuten auf und stelle deine logischen Fähigkeiten unter Beweis. Dann wird man sicher auf dich aufmerksam werden. Sonja muss ab sofort von 9 bis 16 Uhr arbeiten, hat heute 448 Simeons verdient und erhält einen Bonus von 896 Simeons. Sonja ist wieder sehr kontaktfreudig und hat ihren Kollegen Kai mitgebracht. Also ich denke mal, es ist weiterhin Kai, genau. Ja,
Also der bleibt wohl Ihr Kollege. Das ist ja auch in Ordnung. Dann unterhaltet euch mal ein bisschen. Und so, ne? Ah, sie freut sich und hat wieder einen Wunsch erfüllt. Wahrscheinlich, weil sie wollte sich, soweit ich das noch im Kopf hatte, mit Kai enger anfreunden. Das hat dann jetzt wohl auch geklappt. Gut, wer ist das? Aprilla. Aprilla. April, Scherz? Nee, okay. Scherz beiseite. Das soll ja auch mal möglich sein. Du kannst noch eine Runde Foodback mit ihm spielen, auch wenn dein Kopf vor gerade im Keller ist. Ja, und Hunger hättest du mal und ja. Gut. Da kümmern wir uns dann auch gleich drum. Aber erstmal gucken. Ah, das läuft schon ganz gut. Für so einen alten Mann. Jo, ist sie auch nicht besser, ne? Kannst ihn ja mal dafür bewundern, wie toll er das hinkriegt in seinem Alter. Und dann räumst du bitte mal dein Müsli weg. Und kannst Abendessen servieren, Spaghetti. Hatten wir, glaube ich, schon länger nicht mehr. Ach nee. Jetzt kratzt es wieder im Hals. Gar nicht schön. Ach, hab ich das vermisst. Unsere Sonja. Ach, was macht sie? Ja. Ich weiß, du bist verspannt. Und Kai, Finger weg von unserem Geldbäumchen. Es hat dir keiner erlaubt, da einfach dran zu gehen. Sonst kriegst du nichts zu essen. Ich mach das. Ich bring das wirklich. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Sitzt er da ganz brav und unschuldig, guckt da aus der Wäsche. Aber vorher unser Geld klauen, das ist ja echt eine Unverschämtheit. Na gut. Können wir nichts machen. So, was braucht sie denn für die nächste Beförderung? Dachte ich mir doch. Logik und Charisma. Mich würde mal interessieren, können wir gleich mal gucken. Flugana. Ja. Wie ist denn das? Kommt er runter? Wo ist er? Ah ne, er sitzt auf Toilette und liest Zeitung. Ja, das bildet, genau. Ich muss mal schauen. Es gibt ja diese Laufbahnbelohnung und ich war ja ganz besonders scharf auf eine bestimmte. Ob wir uns die schon holen können? Nee, noch nicht. Das wäre sie nämlich. Ist aber noch nicht zum Holen bereit. Ich schätze mal, eine Beförderung müssen wir so noch hinkriegen. Und dann können wir uns die holen. Ja, was natürlich auch mich zu dem Problem bringt mit dem Häuschen hier. Es ist nicht gerade viel Platz, also für eine komplette Familie. Da wir jetzt kein Inventar haben, noch nicht zumindest, kann man auch nicht die ganzen Sachen, die man sich hier holt, einpacken und mitnehmen, wenn man umzieht. Also müssen wir mal schauen, wie das dann so vonstatten geht. Ja, ich weiß, du möchtest was Bequemes haben. Ich muss mal gucken, was kostet denn eine neue Couch? Kaufkatalog. Couch. Wir haben momentan die da. Komfort 6. Da merkt man ja nicht so viel von, ne? Muss es was Besseres geben? Was, auch Komfort 6, das bringt es dann auch nicht unbedingt. Was hast du denn? Ah, die wäre auf jeden Fall komfortabler. 550, das könnte man sich überlegen. Sieht auch schick aus, also. Ja, was ist das da? Noch komfortabler, aber ja, gefällt mir jetzt nicht so sehr. Also, was ist das für ein geniales Ding? Die finde ich ja auch immer schön, die Schmusi-Susi. Nee, das ist ein Zweisitzer. Schade. Wenn du jetzt ein Dreisitzer gewesen wärst, hätte ich dich wahrscheinlich auch genommen. Ja, die anderen werden dann einfach zu teuer. Och, nee, hässlich. Business-Sofa, ja, aber wir haben zwar gerade Geld, aber wir brauchen nur noch was anderes. Also werde ich erstmal das ins Auge fassen. Okay,
Was heißt, dieses hässliche Ding kommt weg. Yep. Und dann holen wir uns das da. Jetzt muss ich mal gucken, am besten in weiß, oder? Wie sieht das aus? So weiß ist... Weiß. Mit dem Schrank wird es ja passen, ne? Irgendwie. Warte mal. Oder eher so bräunlich? Nee, das sieht hässlich aus. Das helle. Ja, nee. Denk, weiß ist okay. Weiß, weiß, okay. Was haben wir da? Schwarze? Weiße? Nee, nehmen wir die schwarze. Oder das silberne. Okay. Dann kriegt sie ein neues Sofa und halt. Ja. Dreht dich um. Könntest du mal. So. Jo! Doch, das sieht soweit schick aus. Das haben wir dann schon mal. Und jetzt brauchen wir aber ganz dringend ein Schachspiel. Ja. Gut, die Frage, drinnen oder draußen. Wir haben noch keine Jahreszeiten. Wir könnten das also auch nach draußen stellen. Können wir den Garten ein bisschen benutzen. Fände ich nicht verkehrt. So eins, tralala. Dazu zwei Stühlchen. Hm. Ach, Komfort rein, ja, das hat sie ja schon im... das macht mehr Komfort. Immerhin beim Schachspielen. So ein tolles Ding. Nee. Nee, nee, das muss reichen. Weiß passt gut zu dem Teil. Gut. Haben wir wieder ein bisschen was eingekauft. Gehen. Das können wir machen. Dann kann sie mal hochgehen. Geh mal hier hin. Ja, ja, schon klar. Und gieß mal dein Bäumchen. Damit da wieder was Neues hinkommen kann. Und dann darfst du dich einfach mal faul hinsetzen. Und er hat auch aufgegessen. So. Kann man ihn bitten mitzumachen? Nee. Oder sitzt du noch gar nicht? Fernsehen. Nein. Kai? Er geht einfach raus. Geht er weg? Was ist jetzt kaputt? Gott, mach mir keine Angst mit deinen Tönen hier. Okay, mach das mal aus. Und dann kannst du hier mal mitspielen. Ein bisschen Komfort hat sie ja jetzt. Ah, da fällt mir ein, wir haben jetzt ein bisschen was eingekauft. Hier in diesem Haus fehlt noch was ganz Wichtiges. Weil so ab und zu könnte es sein, dass bei den Sims ein Einbrecher vorbeischaut. Und da wir jetzt doch ein bisschen was hier stehen haben, nicht gerade vom Feinsten, aber immerhin, wäre das natürlich gut, wenn wir auch eine Alarmanlage hätten. Zack, da haben wir es. Nicht, dass da noch einer kommt und uns das schwer erarbeitete Zeug unterm Hintern wegklaut. Das will ich nicht. Das wäre wirklich ein bisschen blöd. Genau, spiel mal mit ihm, da hast du dann deinen Spaß, lernst auch noch die Logik, brauche immerhin zwei Stück. Und dann... passt das. Oh je, Zeit rennt wieder. Ich glaub's ja nicht. Ja. Hat
Hat sie eigentlich jetzt noch morgen frei oder muss sie morgen arbeiten? Die ändern ja immer die Zeiten. Moment. Entschuldigung, das ließ sich eben nicht vermeiden. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. So wie es aussieht, hat sie heute frei. Und ja, da die Zeit auch schon wieder rum ist, mache ich hier wieder einen Cut. Verabschiede mich von euch. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.